So, blibliblub, City Skylines, bla. Was? Teile wegmachen, bla. Nein. Anmoderation. Hallo und herzlich willkommen zu City Skylines. Okay, wir spielen heute wieder eine Runde City Skylines und werden ich glaub, dabei. Ich glaube, ich bin City Skylines. Viele. Alter, Fenne. Alter, guck dir den nochmal an. Sweet. Okay, heftig. Also dagegen ist das hier halt. Okay. Wir wollten. Ja, du musst das hier mal festziehen. Ja, ja. Falls das so. So. Genau, wir wollten die Teile ersetzen durch coole Dinger. Cool. Und zwar wollten wir die hinbauen, da wo unser ganzer Heavy Shit ist. Machen wir die ganze Bucht kaputt? Nee, machen wir eben nicht. Ich würde es eher auch nach da ziehen, aber da habe ich ja gerade noch nicht die Möglichkeiten. Weil wir diese Kachel noch nicht besitzen. Jetzt bin ich mal gespannt, was die für Abwasser machen. Also eigentlich müsste da laut dem Ding, müsste da komplett klares Wasser rauskommen. Dass die Bucht nicht verschmutzt. Beinahe reines Wasser. Das ist das Beste, was du quasi haben kannst. Okay. Und was machen wir jetzt flussaufwärts mit den Teilen? Die machen wir weg. Alle? Ich kann Meinst du, das tragen die? Vier. Warte mal, wie viel Kapazität haben die denn alle? 16 mit ganz vielen Nullen. Auch 16 mit ganz vielen Nullen. 4 habe ich jetzt. Da oben waren es 5. Das heißt, ich kann da mal noch eins einfach mal runtersetzen. Nein, nicht das Böse wegmachen. Nein, nein, nein. Okay, ich reiße es ab. Ich habe gedacht, die können vielleicht Reuse machen, was ja auch quasi irgendwie im Sinne der Ökologie ist. Aber hey... Dann eben nicht. Ach, dann machst du noch eins upstream. Ja, einfach wegen, damit hier so ein bisschen, boah, ich muss das hier erstmal... Ach, das war quasi schon angebunden, ups. Ja. Ich habe nicht gedacht, dass das automatisch irgendwie funktioniert. So, die haben ihren Strom und die brauchen diesen Strom nicht, okay. Wasserklärung ist jetzt quasi eins zu hoch und jetzt müssen wir... Ja, eben, deswegen würde ich trotzdem noch gerne ein bisschen hier was reinpumpen, dass wir so ein bisschen Wasserspiegel noch haben. Some more water terms. Gut, wir haben es natürlich nicht die günstigste Art, Wasser zu fördern, aber hey. So, gucken wir mal. Oh, easy. So. Also, dann haben wir das geschafft. Dann werden wir hier unten quasi unser Dingsviertel machen. Ich finde, das sieht schon mal gut aus. Dann bauen wir schon mal nach da oben unsere Wohnsiedlung. Da oben wird dann gewohnt. Mhm. Aber irgendwo muss auch gebahnhoft werden. Wo wird gebahnhoft? Das ist natürlich jetzt die Frage. Was für ein Bahnhof? Der U-Bahnhof? Der U-Bahn, Monorail, Zug, Bahnhof, da, Bahnhof. Da, wo wir jetzt im Schnabiering unsere... Ich würde das hier wirklich ins Touristenviertel jetzt auslagern, okay. Habe ich gedacht. Das ist vielleicht ein bisschen... Dann führen wir die Monorail weiter runter. Echt? Soll die auch dahin? Naja, wolltest du doch weiterführen. Ach, die sollen halt zu diesem Bahnhof fahren. Okay, das ist okay. Ach nee, du wolltest die doch da. Es soll doch. Die auch dann hier lang fahren? Nee, das wäre zu viel. Dann macht die so viel Schlenker. Die fährt ja, ja, hier als Endstation diesen Bahnhof an. Okay. Und dann halten hier auch Fernverkehrszüge, die dann hier quasi verteilt werden mit unserer U-Bahn. Mhm. Ach stimmt, wir haben ja genau, da eh unseren Fernverkehr. Genau. Lass uns doch einfach einen ganz normalen Fernverkehr machen und die Monorail da weglassen. Aber der muss ja angebunden werden. Hä? Ich würde den da anbinden, oder nicht? Aber hier dann haben die U-Bahn-Anbindung. Ja, genau. Also hier irgendwo diesen Bahnhof halt ja, hin. Ja, da, wo wir unsere Schiene haben, weißt du? Ja, yep. Also mit der normalen Straße. Ich habe keinen Blick, ob ich das irgendwie noch anders mache, aber das machen wir dann mit der ganz normalen Straße. Also machen wir hier jetzt zuerst mal ÖPNV und dann... So, ungefähr hier würde ich sagen. Ja. Ich glaube, das braucht ja relativ viel Platz. Weil das ist ja wie dieses fette U-Bahn-Monorail-Zug... Shit, genau. Da müssen wir auch relativ viel mit Gleisen arbeiten. So. Okay. Das schalten wir aber erstmal sofort ab, weil das kostet eine Unmenge an Kohle. Und dann müssen wir jetzt erstmal die ganzen Gleise hinfriemeln. Und natürlich die Monorail von da oben irgendwie hier reinkriegen, dass die da wendet. Einfach, dass eine Anbindung da ist, oder? Ja, ja. Also ist es nicht... Ist es nicht... Bestes, aber hey. Zug. So.
Wir führen... Oh, ich wollte... Das ist immer dieses... Höre ich sofort bauen? Mimimi. Ich mag diese Standardeinstellung nicht. So. Also erstmal machen wir das so. Erstmal kommt das daran. Erstmal kommt das da. Und das kommt mit der Zeit da lang. So. Und dann kann man das irgendwann mal... ganz gediegen... Warum hast du da oben jetzt so viel Platz gelassen? Möchtest du nicht so viel Platz haben? Das hättest du vielleicht ein Ting früher erwähnen können. Du hast gesagt, wir brauchen da ganz viel Platz. Und da dachte ich mir, okay, dann wenn er das so weit unten hinbauen möchte, dann... Ich kann da auch noch so eine Pseudogleisanlage hinbauen. Naja, brauchen wir die? Nö, aber es sieht gut aus. Ja. Wir können hier... Oh, ich mache hier einfach Gleise hin. Das einfach, damit da Gleise sind. Mhm. Nicht so... Hier. Der muss aber in diesem Winkel sein, oder? Okay. Ich finde, das ist für einen Bahnhof, ist das okay. Oder nicht? So viel verschwendetes Gebiet. Ach nee, das ist... Wir wollen ja schön dekorieren haben und so, ne? So. Aber das ist ja jetzt total sinnlos. Da wird niemals was stehen. Ja, aber das ist so abstellgleismäßig. Warum haben wir da jetzt nicht noch ein Zugdepot? Weil Züge quasi spawnen auf der Strecke. Deswegen brauchen die kein Depot. Du möchtest die Monorail da auch noch irgendwie rüberzimmern. Ja. Ja, dann mach mal nicht so viele Gleise, die du nachher abreißen musst. So sieht es aber gut aus, oder nicht? Ja. Ich meine, so kann man da so ein bisschen... Ja. Ja. Da kann ja schon wieder Modell Eisenbahn spielen. Monorail. Ja, die müsst ihr einfach quasi direkt einfach nur runter, ne? Du musst aber aufpassen, da kommt später noch eine Straße. So, dann kommt er einfach in diesen Winkel da runter. So. Und dann muss die da rein. Ja gut, am Ende fährt sie einfach langsam, ne? Das ist halt... Vielleicht noch so ein bisschen schöner. Ups. Ich will echt den Punkt haben. Ach, da gibt es gar keinen Punkt. Ja gut, dann muss ich natürlich gucken, dass wir das so ein bisschen anders machen. So ist das schick. Und so, falls wir da noch irgendwie... Ja. Arg schlimm? Nö. Findest du schon schlimm, gell? Sag einfach, was du willst. Nein, die Anbindung finde ich total toll. Aber den Bahnhof immer noch nicht. Ja. Warum? Weil du sinnlos Platz vergeudet hast. Naja, das geringste Problem, was man in City Skylines hat, ist Platz. Ich weiß nicht, die Maxime ist irgendwie so, dass man halt eine schöne Stadt baut. Zumindest finde ich das gerade. Und dafür weiß ich nicht. Es ist halt ein Bahnhofsgebiet. Mhm. Das sieht halt aus wie so ein Bahnhof. Das Bahnhofsgebiet sieht aus wie ein Bahnhof. Ja. Genau. Und da kommt dann hier im Prinzip... Hättest dann du so ein tolles Touri-Viertel hinmachen können. Ach, hinter dem Bahnhof. Naja, hinter dem Bahnhof geht das ja nicht. Da haben die ja keine Anbindung. Ja, eben. Hättest du hier was hingewollt, oder wie? Nein, aber wenn der Bahnhof weiter so rumgemacht hättest, hättest du viel mehr Platz für ein kleines Touri-Viertel am Bahnhof gehabt. So. Nö, seht ihr nicht. Hä, aber Bahnhöfe sind immer groß. Hier kommt jetzt, Freizeittourismus. Also am Bahnhof Freizeit und der Rest Tourismus, würde ich sagen, oder? Ja, aber nach wie vor auch Öko. Ich glaube, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Nö, Freizeit ist halt Freizeit. Okay. Das ist einfach so. Da kann man jetzt halt nichts dran machen. Ja. Direkt in den Bahnhof rum kommt dann hier im Prinzip dieses da. Da können die sich so ein bisschen... Da ist halt immer so ein bisschen... Ne, was halt am Bahnhof so ist. So, vielleicht ein bisschen... Und der Bahnhof selber wird es, finde ich, nicht ganz so schön. Aber dafür ist es halt am Bahnhof. So. Wir können ja am Bahnhof auch schon ein kleines Monument hinstellen. Zum Beispiel. Das ließe sich echt... Genau, das kann man auf jeden Fall machen. So, dann hat man hier da eine Zufahrt. Strom habt ihr jetzt noch nicht. Den kann man ja hier einfach ein bisschen... So, wenn man ein bisschen hoch geht, kann man da einfach ein bisschen... Wegen der Monorail. Nee, das kriegen wir hin. So.
Wenn wir da so ein bisschen Strom zapfen, dann haben die schon mal Strom. Dann arbeiten jetzt auch noch keine Leute. Wenn das Gebäude aber abgeschaltet ist, dann... So. Und dann gehen wir haben mit dem... Haben wir Wasser? Ja, ich glaube. Nee, ich glaube nicht. Ach, da haben wir dran vorbeigezogen. Wir haben fast Wasser. Liebe Bürger, wir haben fast Wasser. Findet euch damit ab. Nee, jetzt ziehen wir ganz kurz die Linie da noch lang. Und dann haben wir eigentlich eine ganz schnieke Sache. Die haben wir doch da dran gezogen. Ach, die Linie. So, die kommt jetzt. Ja. Genau, das muss ich auf dem Rückweg dann auch nochmal hier halten, oder? Ja. Du hast da jetzt eine weggemacht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Guck mal, was die machen. Ich nehme mal den nächsten Zug, der kommt. Und erstmal den noch kurz mit beobachten. Nicht, dass er da wieder zweimal hält. Das kann ich mir auch noch vorstellen. Das ist immer so ein... So, da hält dann aber auch der Fernverkehr. Okay. Auf was warten die jetzt hier eigentlich? Warum hat er die jetzt da stehen gelassen? Vielleicht warten die auf einen Anschlusszug. Haltestelle 7. Haltestelle 8. Haltestelle 7. Haltestelle 6. Haltestelle 5. Eigentlich müsste das so stimmen. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Also der hält jetzt hier. Gut, wenn er hier hält, ist alles gut. So, dann gucken wir mal, der fährt jetzt weiter. Weil auf was warten die da? Das macht eigentlich wenig Sinn. Die warten nämlich auf dem Monorail-Bahnsteig. Deswegen sehe ich das gerade ein bisschen kritisch. Die warten nämlich da, wo die Monorail eigentlich ist. Und was machen die anderen? Gehen. Nee, die steigen aus und warten wieder auf den Rückzug. Ich bin mir nicht sicher, ob das so stimmt. Da fahren Züge, aber generell. Okay, die Stadtbahn fährt da nicht hin, das braucht sie aber auch gar nicht. Wie wär's, wenn wir jetzt hier eine U-Bahn konstruieren? Genau, wir konstruieren eine U-Bahn. Das kostet jetzt wieder Unmengen an Geld, aber... Wo soll die denn überall halten? Auf jeden Fall hier. Direkt da. Wir müssen sogar direkt da, damit die Leute nicht mehr über die Straße müssen. Ach nee, oh ja, okay. Ja. Da war ja was, ne? Da war ja was. Ich würde sagen, da oben ist er quasi, machen wir dann Wohnen. Da nicht, für oder? Die Mitarbeiter. Doch, der fährt hier hin und da zurück und dann wieder dahin. Okay. Genau, dafür brauchen wir aber erstmal Straßen. So. Ja, da kommen Leute auch hin, das ist jetzt okay. Wie sieht es denn gebietstechnisch aus? Das würde ich jetzt noch so ein bisschen erweitern. Gut, wir müssen trotzdem Öko-Wohnen machen. Öko-Wohnen machen wir da hinten trotzdem auf jeden Fall. Gut, das ist Freizeit. Dann machen wir hier noch ein bisschen. Ich meine, da ihr so viel Gewerbe haben wollt, wisst ihr was? Macht da doch einfach, ne? Pflastert aber hier schön den Bahnhof zu. Ist okay. P wie Pflaster. So, dann müssen wir halt aber irgendwie auch Touristen und so Leute anlocken mit... Wir haben in der Nähe Monument. So. Ich habe manchmal auch meine Momente. Der vielleicht ein bisschen was mittelgroßes, oh ja, ne? Ja. So was hier oder? Ja. Guck mal. Was 120.000 für ein 1.200 ist mir zu viel. Das sehe ich irgendwo nicht ein. Was ist das? Was ist das? Nee, da macht ja auch keinen Sinn. Ich will irgendwas Cooles, was nicht so viel Geld kostet. Was ist denn das daneben, die Pyramide? Die ist ganz schick, ehrlich gesagt. Die kostet auch... Alter, Fenne. Das ist... Alter Latz. Oh. Das ist ja günstig. Das kommt schön ans Wasser wahrscheinlich, gell? Ja. Wissenschaftszentrum. Freizeit und Wissenschaft? Naja, okay. Was ist denn das hier so? Schwimmende Gärten. Die kommen aufs Wasser. Die haben so arschviel Geld. Meeresfestung. Opernhaus. Der Bogen zur Stadt. Ja. Da kann ich halt leider nicht über die Straße bauen. Da müsste ich halt so parallel, aber das ist ja okay, oder nicht? Ja, das ist auch hübsch. Wie viel kostet der pro... What the fuck? Das ist doch... Eigentlich ist es nichts, ich weiß. Das kostet so viel Kohle? Naja, gut. Kommen denn da jetzt mal ein bisschen... Okay, da kommen Leute an. Wo fahren die denn dann hin?
Die warten auf den Zug. Okay. Jetzt, wir machen das noch schön und dann bleiben sie für immer hier. Ja, das glaube ich auch. Das hoffe ich mal. Für so, immer. 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 Jetzt wollen die natürlich irgendwie Büros haben. Das ist aktuell aber eher so... nicht so, ne? Wie sieht es da unten eigentlich aus mit dem... Bing. Ja, die Polizeiwache müsste eigentlich direkt neben dem... Nein, ist sie nicht. Ja, aber guck mal, die Feuerwehr... erreicht das bestimmt nicht rechtzeitig. Nee, warte mal, ist ja die Polizeiabdeckung. Die Feuerwehr. Ist auch arschweit weg. Oh. Ich habe ja irgendwie gemeint, dieses Gebiet, aber du kannst doch nicht hier, weil die Wege so klein sind. Da ist halt das Ding. Ach nee, das muss von unten kommen. Ups, das muss von hier aus nach da fahren. Ja, gut. Oh. Das ist natürlich die Frage, wo der lang fährt und ob der da zeitig hinkommt. Ach, guck mal. Da ist doch schon einer, oder nicht? Ja. Ja, easy. Ich glaube, eins wird trotzdem abbrennen. Löscht Feuer. Löscht überhaupt das Feuer? Oh, die Police Station steht ja, in ja, Flammen. Genau, deswegen stand das ja da. Also, unsere Feuersicherheit ist ein bisschen kritisch, würde ich sagen. Aber es steht noch. Boah, es steht noch, okay. Lösche das bitte auch noch. Ihr seid doch so dumm. Ihr seid ein bisschen dumm, gell? Hol jetzt ein neues Löschfahrzeug dafür. Okay, ich kann es nicht ab... Naja. Also, die haben... Warum haben die hier eine Polizeiwache? Weil die Kriminalität recht hoch war. Ihr Gebäude ist jetzt leer, okay. Du kannst die, glaube ich, jetzt mal wieder anschalten. Ja. Alle. Oder? Gucken wir mal, was die Statistik sagt. Nö, noch nicht. Erst wenn die wieder hochgeht. Ja, aber wenn du, wenn sie sagen, Gebäude ist jetzt leer. So, jetzt kriegen die auch alle wieder ihre Kriminalität weg. Warum kommt das eigentlich keiner hin, der löscht? Spiel. Da unten kommt einer. Nö. Oder? Feuerwehr müsste jetzt lila eingezeichnet sein. Da kommt keiner hin. Das interessiert die nicht. Ja gut, das ist aber dann kein Problem von der Abdeckung, sondern eher ein Problem von... Oh, ich hab gar keinen Bock. Ja, ein wenig. Vielleicht... Da kann der Tütata hin. Weißt du... Ein Rettungswagen kommt. Streifenwagen bis... Dankeschön. Besitzer. Ah ja, genau so war das geplant, liebes Spiel. Was? Ja, die andere Feuerwache hat das gemacht. Ach, guck mal. Ist zwar leer, aber steht noch. Ja, ist ein bisschen abgebrannt halt, aber... Das passt. So. Das passiert uns im neuen Gebiet einfach nicht. Da kommen ein paar Besucher. Weidenhügel. Sehr schick. Nee, das ist kein okay. Weidenhügel. Okay. Da sind Leute. Da sind schon 75 Leute ab hier in der Bahn. Warum auch immer. Das funktioniert. Jetzt müssten wir natürlich hier diese ganzen Straßen für die Wohngebiete bauen. Das ist unser Trendvulkan, Josh. Ja, der Trendvulkan. Ja, nenn den das Bahnhofsgebiet Trendvulkan. So, okay, das machen wir. Turi-Trendvulkan, bitte. Turi-Trendvulkan. So. Und dann kommen hier halt ganz vorne, kommt da wirklich nur dieses Zeug. Und da kommen solche Monumente, wenn du möchtest. El Monumente. So, wo kommen unsere U-Bahn-Haltestellen hin? Ich habe ja noch keine Straßen, wo die ran können. Das heißt, ich baue jetzt erstmal quasi die Straßen dafür. So. El Straße. So, dann machen wir einmal... Ja, komm, das kann alles ein bisschen parallel laufen. Das passt schon. Ich finde das schön, dass wir zuerst das Straßennetz gebaut haben. Ja.
Darf ich dich aber nicht anbitten, ehrlich gesagt, oder? Dann lass es. Weil die merken schon, dass hier schneller geht, gell? Ich weiß es nicht. Die merken das. Ich hoffe mal, dass sie das merken. Dann können wir es ja anbinden, wenn die merken, dass es unten schneller geht. Ja, okay. Ich hoffe mal, dass sich trotzdem alles darunter verlagert. Sonst haben wir hier so ein bisschen... So, entlang dieser Straße hier führt dann zum einen die U-Bahn. Und zum anderen führt die U-Bahn dann, Und hier oben wäre dann eher so quasi der Wohnteil, wo die Leute wohnen. Und unten ist so... Und unten Freizeit, ist dann Gewerbe, genau. Party. Und Büros kann man hier oben auch noch hin. Genau. Ach, das können wir sofort mal machen, ne? Büros dann... Ach. Wo sind denn die Bürozipfel? Oben. Und hier? Unten. Ja. Geh mal da. Oben einmal lang mit dem Pinsel. Aber ich würde gerne noch ein bisschen mehr Straße machen. Also ein bisschen... Wobei, wir können die Büros hier... Ach, machen wir da oben hin. Haben wir ja gesagt. So haben wir das Gebiet einigermaßen ausgenutzt. Sagt derjenige, der einen riesen fetten Bahnhof gebaut hat. Ja. Guck mal, das ist so typisches Büro-District, wo halt einfach alles irgendwie gleich aussieht. Steht jetzt überall KKK. Das ist kein K. Wenn da später Gebäude dran sind, sieht man das gar nicht mehr. Da hier dann später Leute arbeiten müssen, machen wir mal von hier aus wegen dem Strom. So, und ich hoffe halt einfach wirklich, dass wir genügend Einwohner bekommen, damit nicht so die da, Da unten würde ich nämlich schon Einwohner machen können. Genau. Damit die auch wirklich hier das alles auch quasi mit Arbeitskraft versorgen. Das wäre mir irgendwie wichtig. Und Industrie wollen sie wieder haben. Nee, nee, das ist Büro. Orange ist immer auch Büro. Das ist, passt schon, das ist okay. Sondern ist auch neben dem Zug nicht so schlimm. Da ziehen hoffentlich Leute hin. Ja, die U-Bahn können wir jetzt eigentlich schon mal langsam machen. Weil die Straße steht auch hier unten. Das heißt, wir können dann auch immer da dran halten. Du kannst die Wasserverfügbarkeit mal wieder ein bisschen hochstellen. Stimmt. Wasser machen wir wieder auf 100, ne? Boah, aber fast die 100 getroffen. Party hart. So, dann kommen hier eben die Büros hin. Hoffentlich da die Menschen. Und ich würde eigentlich jetzt ganz gerne, weil da eben die Nachfrage schon besteht, wie wir sehen, eigentlich schon da unten... wir müssen noch ein Gebiet machen. Genau. Da unten schon... Turi. So. Malen wir das schon mal einigermaßen. Wir können immer wieder unterbrechen, dass da quasi normal ist. Und das ist jetzt halt hier eben, Hafen City. Ja, eben. So, und da oben, da ist wieder... Genau, ich tue aber hier schon mal... Also das sind, wenn überhaupt, nur so Strandwege, oder? Okay, ja. Und schon mal generell, also Hafen City ist dann ja aber von der Spezialisierung her... Gewerbespezialisierung wäre das jetzt Tourismus. Ja. Wir wollten noch irgendwo einen Freizeitpark hinbauen. Den wollten wir Richtung Berge machen. Hafen City wollten wir mit Wasser ganz viel experimentieren. Stimmt, da wollten wir hier machen. Da kommen wir, da können wir schon, da haben wir noch Platz für einen Freizeitpark später. So, jo. Das heißt, das haben wir jetzt auf Tourismus spezialisiert, das ist okay. Und oben müssen wir für Wohnen. Da müssten wir jetzt halt aber auch dann auszeichnen, als am Strand hätte ich aber gerne so Gediegenes, ne? Mhm. Und immer mal wieder solche kleinen Wege und dann, ich baue jetzt erstmal nur, dass hier die mal ankommen mit ihrem Zeug. Dass sie hier auch schön ihr Zeug hinpflanzen und später bauen wir unseren eigenen Saft dann dazu, den wir machen möchten gerne, oder? Ja. Also so eigene... Da können wir eine Kiemauer hinmachen. Genau, aber später so eigene Deko und eigene Kaffeesachen. Nur, dass wir schon mal die Nachfrage gestillt haben. Gestillt. Jetzt müssen wir noch Wohnen ausweisen. Ja, Wohnen haben wir ausgewiesen, da nein, kommt halt einfach keiner. Nein, das Gebiet ausweisen. Ach so, dass da Öko-Wohnen ist? Ja. Sorry, ja. Neues Gebiet. Genau, auch die sollen auch Öko-Wohnen. Das hätte ich jetzt echt vergessen. Danke. Upsala, so. Hier wäre dann quasi... Oh, Erdbeerhügel war witzig.
So. Und das bekommt jetzt sofort eine Spezialisierung, eine Wohnspezialisierung von selbstversorgende Gebäude. Er hat halt weniger Steuereinnahmen. Ach, pff. Da war alles nicht nötig. Oh, da könnte man da könnte ein Zug. Schon mal, da sind schon die ersten Touristen angekommen. Schick. Der erste Fernverkehr hier. Sterbewelle geht los. Sterbewelle geht los. Okay, dann werden wir die... Ach so, apropos. Wo ist denn dann hier unser Versorgungsteil? Le Friedhof. In der Mitte, würde ich sagen. Ja. Das ist unsere Versorgung. Heißt ein Friedhof mit angrenzendem Krematorium. Wir müssen alle unsere Friedhöfe übrigens noch. Ja. Genau, dann machen wir da ein Krankenhaus. Zentral, dann ein Feuerwache. Eins Feuerwache. Polizei brauchen wir hier wahrscheinlich sehr verstärkt wegen, ne? Hafen City, ne? So. Hafen ist immer kriminell. Und Bildung kommt dann wirklich direkt hier in die... in das Wohngebiet. Da brauchen wir jetzt erstmal nur so eine Schule, würde ich sagen. Ja, erstmal. Ach, das ist aber eine gute Abdeckung. So, dann würde ich jetzt gleich... Die da hinten kriegen halt auch noch. Da kommt alles. Die bekommen jetzt alle noch Wasser und... Nein, die da hinten haben gerade davon profitiert, dass wir da unten eine Schule hingebaut haben. Ja, die haben sich einfach nur gefreut. So, Strom. Strom. Ja, das kommt dann... Strom ist auch im gelben Bereich. Ja, wenn da irgendwann mal Leute... Ach so. Bisschen schaffen wir noch. Und ich baue jetzt mal kurz eine U-Bahn. Ach so. Da muss ich euch echt mal ganz kurz so eine Dings hier geben. So eine provisorische Leitung, gell? Weil sonst haben die keinen Strom. Geht das nicht mit einem Park? Ja, ich müsste jetzt überall Parks hinbauen. Also das Problem ist halt, der Strom breitet sich so aus. Was ich mir gemacht habe mit den Parks, angenommen zwischen hier und hier fehlt noch ein bisschen. Was, dann baue ich hier einen Park hin, dass das quasi so überbrückt. So. Das war immer so meine Idee. Ja, da machst du dann immer nur so kleine provisorische Stromleitungen zwischendurch. Ja. So. Und dann quasi, ich gucke schon mal, dass ich da ein bisschen näher rankomme. Wie weit geht das Gebiet? Das geht bis ganz, okay. Dann können wir hier, ach, die gehen eigentlich theoretisch schon so weit. Dann binden die sich selber an, hoffentlich. Ja, du kannst ja schon mal noch einen Park hinbauen, aber halt so an die Ecke. Achso, so einen normalen Park halt einfach, ja, gell? Ja, also so einen ganz kleinen an die Ecke. Ganz normaler. Ganz normalen großen Spielplatz. So was hier, ne, mit so schönen... Sieht aus wie so ein Friedhof. Na guck mal, die haben nämlich jetzt ihr eigenes, das verbindet sich dann. Das kommt noch. Aber das wird doch wieder nichts. Ich ziehe das jetzt mal von hier aus durch. Warum ziehst du es nicht vom Park aus durch? Ist ein bisschen kürzer. Aber hier ist... Guck mal. Ah, das kommt. Warte. Ja, das ist das, was ich dir auch bei den anderen Gebäuden gesagt habe. Das kommt noch. Das war oben genau das gleiche. Phänomen. Noch ein Park? U-Bahn-Haltestelle. U-Bahn-Haltestelle einfach hier hin, oder? Brauchen wir da eine? Hier brauchen wir sowieso eine. Ja. Hau rein. So, es wird das immer kürzer, der Weg. Okay, U-Bahn-Haltestellen. Wir halten hier, wir halten immer so mal da, ne? Immer mal alle paar Meter. So, da rein. Ich hätte gern von hinten gehabt. Dann mach das doch. Da kann auch rein wieder rausfahren. Das ist eigentlich auch nicht schlimm. Nein, mach von hinten, dann mach's gleich gescheit. Schnuffi, mach's gleich gescheit. So. Bitte, mach's aber gleich gescheit. Gescheit wäre, wenn ich auch hier schon bauen würde. Das wäre gleich gescheit. Nein, gleich gescheit ist, wenn du es da hinten erstmal machst. Dann hast du separat da rein, da raus. Hier? Ja. Aber hier ist halt auch irgendwie nichts, ne? Da kann man nachher noch ein bisschen Touri-Viertel machen. Dann verschiebe ich dich dahin. 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 So. Also, wenn wir bei gleich gescheit sind, dann müssten wir eigentlich auch gleich da hinten machen. Kannst du abschalten. Der Straße an. Der Straße. Dann müsste ich die ja auch noch weiter durchziehen. Fuck. Ich meine natürlich, welch suboptimale Situation. Du kannst doch einfach vom nächsten Kreisverkehr eine Straße nehmen. Stimmt.
So. Haben wir da mal keine Anbindung. Nö, muss man ja auch nicht. Dann kommen die da. Ja, das passt schon. Meine U-Bahn, der fährt ja trotzdem. So, die U-Bahn mal. Und wenn wir die immer unten haben, dann haben wir die immer hier unten. Und dann hier im Idealfall natürlich so ein bisschen gleich schräg. Dann mache ich hier so eine Seitenstraße. Könnte ich auch gerne anders machen. Das ist, glaube ich, nicht ganz so optimal mit dem... So. Und dann kommt die U-Bahn-Station direkt so dahin. Ne, und dann ist... Das wäre jetzt quasi gleich richtig. Ja. Tunnel wird es auch nochmal richtig teuer. Richtig arschteuer. Ich versuche auch gleich den Tunnel so zu bauen, dass er halbwegs schnell ist. Also nicht allzu heavy Kurven. Sagte er, ne? Es ist dieses Gefälle, das ist abartig. Diese Berge in City Skylines, du, das ist... Das ist eine Sache, du... Eieiei. Da kommen wir wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur ganz schwierig runter. Ah, ja. Was machen wir denn? Josh macht wieder Terraforming. Oder war gerade was Grünes? Okay. I mean, why not? Ja gut, das kann man ja machen. Dann machen wir den Tunnel da hinten wieder weg. Oh, Tunnel einreißen. Ja, ja. Ja, das ist arschteuer, der Tunnel. Das ist guter Tunnel. Das ist der gute Tunnel, ne? So. Boah. Guck mal, diese Kurvenlage. So, und dann gleich von da nach da. Ja, einfach wegklicken, ne? So. Das ist mein Inbegriff von gleich richtig machen. So, der hält da ja eh, das heißt, da kann er eh langsamer fahren. Smooth. Genau, das war so der Plan, dass der relativ schnell überall fahren kann. Gut, das wird die U-Bahn-Linie des Todes, aber hey. Die bringt dann auch Geld wieder ein. Nee, wahrscheinlich nicht. Also ÖPNV kostet eigentlich immer. New Line. Also eigentlich wäre es wahrscheinlich sinnvoll, dann noch so ein paar Teilabschnitte andersrum zu befahren, aber wir machen es erstmal nur eine Ringlinie. Kannst ja zwei Ringlinien ja, entgegengesetzt, gegeneinander laufen lassen. Aber ich würde sagen, erstmal so zum Abschließen. Ja. Ach ja, dann machen wir selber Fahrzeuge, ne? Ach ja. Alle 40, ja, das ist okay. Drei Fahrzeuge. Ja, da fährt es halt erstmal keiner mit. Da wohnt ja auch noch niemand. Cool. Eben, aber damit wir die schon mal alles angebunden haben, damit dann später, hier unten nämlich, die Leute... Ach, das ist ja süß. Wir hatten da einen Stein hingesetzt. Der war da schon. Das sind so ein bisschen Hotels, das finde ich auch ganz schnieke. So Bars. Ja, dann kommen da Leute hin. Da einen Kai bauen? Oder genau, nicht? Da können wir dann so coole Sachen bauen, wenn wir Lust haben. Wir haben schon eine halbe Stunde. Ja, gut, dann. Sagen, so die Kreativität, die heben wir uns fürs nächste Mal auf. Genau. Und wir haben was jetzt... Was kosten also die denn? 240 pro Woche. Die würde ich ehrlich gesagt, wenn wirklich nichts in der Nähe ist, einfach ausschalten. Aber weil das sind jetzt ungefähr 1000 pro Stunde. Achso, dann hält da einfach die Bahn nicht. Ich weiß es nicht, ob die da nicht, nur nicht hält. Aber auf jeden Fall sind das halt irgendwie nicht 1000 pro Stunde, die wir... Da mindestens für raushauen, dass da keine Bahn sinnvoll hält. So, genau, für das Viertel braucht wahrscheinlich auch ordentlich Dings hier. Police. Genau, deswegen haben wir da eine relativ große. Ah, oh, da kommt ein Zug, da kommt ein Zug. 20 Leute. Ach, das ist doch auch okay. Guck mal, da kommt so ein DB Regio Zug. Ach, das ist doch. Ach, guck mal. Also, wenn das jetzt nicht. Das ist nicht ein Endbild ist. Ja, das für diese Marathon-Pre-Gamescom-Aufnahme. Shit, Gedöns, Heavy-Teil. Also, ich bin zufrieden. Das Gebiet wird schön. Ja, und nachher freue ich mich erstmal aufs Essen. Ja. Macht's gut, ich bedanke mich bei euch fürs Ertragen. Zwischendrin, streckenweise war es immer so ein bisschen zäh. Ich glaube, jetzt am Ende haben wir wieder gut was geschafft. Da ich das jetzt ganz gut im Flow drin waren, glaube ich, haben wir auch ganz gut was geschafft. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi. Tschüss.